Hallo, hier ist der Ralf von Jütland. Ich möchte euch heute ein paar Dinge zeigen zum Feuermacher. Zuerst unseren Feuerstab, den kennt ihr schon aus verschiedenen Videos von uns. Der Feuerstab ist ein relativ einfaches Instrument, mit dem ich mit der scharfen Kante entsprechend schön Feuer machen kann. Was mir jetzt diesmal als Zunder verwenden wollte, das sind Kienspäne. Kienspäne, das ist ein Holz, ein sehr harzgetränktes Holz, üblicherweise von der Schwarzkiefer. Die Schwarzkiefer, wenn die gefällt wird und der Stumpf im Boden verbleibt, dann zieht dieser Stumpf oder dann produziere die Wurzeln noch dermaßen viel Harz, was sich alles in diesem Stumpf ablagert. Das heißt, das Holz ist einfach sehr, sehr getränkt mit Harz und brennt dadurch relativ einfach. Das Ganze gibt es in dieser Variante hier als Kienspäne. Da man es nicht immer so problemlos im Wald findet, kann man es auch kaufen. Und da könnte ich jetzt hingehen und kann mir einfach ganz feine, harzige Späne machen, die ich dann als Feuerstarter auch verwende. Um mir das etwas einfacher zu machen, gibt es auch da bereits fertig geraspelte Späne. Sieht man hier. Das ist das gleiche Material, einfach nur schon fertig geraspelt. Das kann ich jetzt super gut hier zum Anzünden verwenden. Ich mache da ein kleines Häufle, habe mein eigentliches Feuer schon vorbereitet. Setze meinen Feuerstab an. War schon an. Da. Und ruckzuck brennt es. Und es brennt sogar so gut, dass ich diesen Kienspan hier letztendlich so schon anzünden könnte. Die werden zum Teil auch als Fackel verwendet. Und wenn der da mal brennt, dann hat das Harz so viel Kraft, dass der Stab einfach für sich ja, selbst schon so richtig als Anzünder für den Rest vom Feuer auch ausreichend ist. Das ist eine Variante. Da kann im Prinzip jeder Feuermacher gut. Und sowas geht eigentlich zu jeder Tages- und Nachtzeit bei jeder Wetterverhältnisse. Immer bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal, wenn Jütland online geht.